sind sehr interessante Leute da. Es ist extrem vielschichtig, vom irgendwie ITO, zu dem ich befragt wurde, bis hin zum Gründen einer Mountainbike-Schule. Was ich da für Tipps und Tricks habe, alles dabei. Hier sind alle wichtigen Leute da, die man irgendwie kennen muss. Deswegen für mich ist es die perfekte Veranstaltung, um halt in die Szene reinzukommen hier in Dresden. Wir reden ja sonst viel über Finanzierung, welche Möglichkeiten gibt es, aber was sagen dann die tatsächlichen Startups? Also was sind die persönlichen Erfahrungen? Wie lange dauert es tatsächlich? Wir wollen ja skalierungsfähige Unternehmen haben, Wachstumskonzepte und den Gründerinnen und Gründern auch einfach die Motivation geben, groß zu denken.